So Leute, heute reden wir mal darüber, wegen dem Feuerwerksverbot und was am 2.11., also heute, alles beschlossen wurde, was man alles jetzt schon sagen kann und was meine Meinung ist zu der diesjährigen Lage. So, fangen wir erstmal damit an. Es sah für uns dieses Jahr wirklich nicht gut aus. Ich muss ehrlich sagen, es sah sogar sehr schlecht aus. Es haben viele Leute schon Livestreams gemacht und darüber geredet und dass dieses Jahr ein Feuerwerksverbot durchkommt. Und vieles mehr. Und der DUH hatte da auch Bock drauf, Feuerwerk endgültig zu verbieten. So für immer und ever. Und es sah wirklich vieles schlecht aus. Aber wir haben zusammengearbeitet. Mr. Pyro Manager und die ganzen großen YouTuber. Und wir haben zusammengearbeitet, wir Pyros. Und haben es auch geschafft, wirklich so wie jede Insta-Story und Umfragen komplett umzuschmeißen. Die Umfragen sind eh alle komplett absurd, finde ich, und sind nicht richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da Bots oder so dahinter stehen. Aber wir haben es geschafft, alle Umfragen eigentlich umzuschreiben, umzustimmen, dass alles dafür spricht, dass kein Feuerwerksverbot kommt, und haben zusammen dagegen gekämpft. Und wichtig ist, dass wir auch in der Zukunft weiter dahin kämpfen, weiter zusammenhalten und weiter zeigen, dass Feuerwerk eine Tradition ist, Liebe ist und ein Hobby ist für viele unter uns. Dazu hat von der SPD unsere Bundesministerin, die Nancy Faeser, auch gesagt, dass man Feuerwerk nicht einfach so verbieten oder abschaffen kann. Und die FDP hat auch dafür gestimmt, dass Feuerwerk eine Tradition ist und meinte auch, dass man Feuerwerk nicht verbieten sollte. Ja, und das waren jetzt erstmal wieder die News für den Tag. Und ich halte euch gerne weiter auf dem Laufenden. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Videos.